Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal mit dem Namen God of War. Langes her, wo wir die Abstimmung dafür gemacht hatten, war ja mit The Last of Us auf einer Stufe, also ausgeglichen. Und deswegen hauen wir es jetzt direkt hinterher. Ja, neues Spiel, neues Glück, wie auch immer man es nennen mag. Wir schnacken auch nicht lange rum. Ich habe jetzt schon ein bisschen damit verbracht, die Einstellungen hier zu ändern. Deswegen habe ich hier auch schon ein paar Daten. Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen was anpassen. Die Musik zum Beispiel habe ich richtig weit runter gedreht. Auf nur 30%. Ich fand, die war so penetrant im Vordergrund. Ich wollte die aber nur im Hintergrund haben. Muss mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht gefällt euch das mit mehr Musik, weniger Musik. Müsst ihr einfach mal reinschreiben. Aber ich finde es jetzt so erstmal ganz gut. Auch bei den Grafikeinstellungen habe ich die Bewegungsunschärfe auf 5 nur gedreht. Ich mag die eigentlich gar nicht. Ich habe es jetzt erstmal auf 5 gemacht. Ich muss mal gucken, wie es in der Aufnahme aussieht. Vielleicht mache ich die später nochmal hoch, runter. Aber zum Spielen, ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Gut, gut. Das erstmal nur für die Sachen, die ich so eingestellt habe. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach direkt ein neues Spiel. Ja, weiter Fortschritt geht verloren, wissen wir Bescheid. Wir haben vier verschiedene Möglichkeiten Story. Story richtet sich an Spieler, die Story ohne große Gameplay-Herausforderung erleben möchten. Also quasi leicht, fällt aus. Ausgeglichenes Erlebnis richtet sich an Spieler, die ein einigermaßen herausforderndes Abenteuer suchen. Also normal. Referiere ich ja immer. Herausforderung. Herausforderung richtet sich an die, die schwierige Kämpfe suchen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ändern wir das im Laufe des Spiels nochmal. Und God of War ist noch gesperrt. God of War richtet sich an alle, die ein möglichst schweres Spiel möchten, um ihre göttlichen Reflexe und Strategien unter Beweis zu stellen. Hinweis: Diese Schwierigkeit kann nur im Spiel verändert werden. Sie müssen ein neues Spiel starten, um dieses zu ändern. Okay. Ja, whatever. Wir starten erstmal auf normal. Und dann legen wir auch direkt los. Viel Spaß. Leviathan-Axt schwingen. Hau zu, Kratos. Ein. Steig jetzt in das Boot.
bewegen. Ja, das Spiel fängt mit einer nicht so schönen Sache an. Ich habe das ja jetzt schon einmal getestet hier, ne, wegen den Einstellungen. Soll ich ihn noch ans Boot binden? Ihr werdet es gleich sehen. By the way, erster Part für dieses Spiel, ne, Tutorial-technisch. Wir werden wieder so eine Stunde anpeilen ungefähr. Junge. Und die Abstimmung fürs nächste Spiel läuft auch aktuell noch. Schaut da gerne rein im Community-Reiter. Das reicht aus. Ihr könnt mit abstimmen. Die Reise, gezeichneten Bäume, dem Fluss aufwärts folgen. Und ihr kennt mich. Vater? Was? Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denke ich weiter drüber nach. Ja, Vater. So, was ich eigentlich sagen wollte, ihr kennt mich, wir werden natürlich wieder versuchen, möglichst viel mitzunehmen vom Spiel, also viel zu erkunden. Ich hoffe, dass es nicht so viel, weil zu große Open World bin ich auch kein Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verlaufe mich denn da immer und dann brauche ich immer so viel Zeit, um wirklich jeden Winkel zu finden. Wir schauen mal. Wir werden hoffentlich irgendwie einen ausgewogenen... Ja, wir werden es hoffentlich ausgewogen gestalten können. Mal schauen. Aktuell können wir noch nicht wirklich viel machen, außer den Baum zu tragen. Und Atreus zu folgen. Unserem Sohn. Das kann ich ja schon mal spoilern. Ja. Hübsch sieht es auf jeden Fall aus. Ist halt nicht das klassische God of War, wie man es von damals kennt. Dieses Hack and Slay. Das war der letzte. Dort sehe ich meine Mutter. Dort sehe ich meinen Vater. Schon rufen sie nach mir. 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 Sie ist bereit. Finde nach Hause. Du bist frei.
Tut mir leid. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Kannst du jagen? Ein bisschen. Sag's mir. Jetzt? Jetzt. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Mit Atreus jagen. Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Brechen wir zum Berg auf? Hängt ganz von dir ab. Jage. Ja, also die Beziehung zwischen den beiden ist anscheinend noch etwas alt, sag ich mal. Aber das wird sich bestimmt noch ändern, wie bei The Last of Us. Und jetzt wisst ihr auch, was ich meinte mit der unschönen Sache. Ja, es fängt einfach an mit der Bestattung seiner Mutter, Atreus seiner Mutter, beziehungsweise Kratos seiner Frau, Freundin, Geliebten, wie auch immer. Ja, was soll man dazu sagen? Naja. Ich habe mich hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen... Ja, mach das. Ich habe mich hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen umgeguckt. Ich habe hier auch schon etwas entdeckt, hinterm Haus. Da kommen wir anscheinend aber noch nicht weiter. Was machst du da hinten? Zum Jagdrevier geht's hier lang. Ja, chill. Und zwar hier, denn ich kann weder kämpfen noch irgendwas anderes. Ich kann gar nichts machen, außer laufen. Aber irgendwas müssen wir hier machen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Und denke da später dran, hier wieder zurückzukommen. Vorausgesetzt, das geht. Aber es muss ja irgendwie gehen. Nein. Ja, jetzt chill. So, und wir werden, wie gesagt, natürlich viel erkunden oder versuchen, möglichst alle Items finden, was mir natürlich wieder nicht gelingen wird. Jedenfalls nicht im ersten Spieldurchlauf und nicht ohne Spoiler. Aber ich denke mal, das ist normal. Trotzdem schauen wir uns ein bisschen um. Nehmen wir schon das erste. Achso, ich habe, wir spielen, by the way, auch mit Controller. Ne? Ich habe es mal mit Maus und Tastatur versucht. Das geht gar nicht. Also es geht schon, aber ja, es ist sehr gewöhnungsbedürftig. Da es ursprünglich von Konsole kommt, das Spiel, von der PlayStation, dachte ich mir, okay, spielen wir halt auch mit Controller. Das sollte kein Problem sein. Dann ich dachte, wir gehen jagen. Ja. Dann die nächste unschöne Sache. Es gibt hier direkt Diebe. Denn unser Boot, mit dem wir angekommen sind, ist einfach weg. Einfach geklaut. Kratos wird ihm den Kopf abhacken. Naja. Gut, jetzt aber wirklich. Legen wir los. Wir gehen mit Atreus jagen. Was hast du gefunden? Spuren, aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Sehen Sie sich mit R um, drücken Sie Option, um die Kameraeinstellung zu öffnen. Ja, die habe ich schon alle eingestellt, danke. Da brauchen wir jetzt nicht nochmal reingucken. Hack Silber. Whatever das ist, wir werden es noch rausfinden. Junge, was ist hiermit? Hm, gut. Aber auch kein Hirsch. Siehst du? Zu breite Spitzen. Bergziege? Deine Mutter lehrte dich viel.
Ja. Voll durch die Spur durchgelaufen. Jetzt kommt gleich irgendein Hirsch an mit seinem Jungen. Oder Junges. Sieht sich die Spuren an. Hm, Junge, guck mal hier. Was ist das für eine Spur? Könnte ein Mensch sein, aber ist zu klein. Vielleicht ein kleiner Junge. Was zur Hölle. Okay, gucken wir weiter. Ich habe hier auch schon das erste kleine Geheimnis entdeckt. Da spoiler ich euch jetzt selber nochmal ein bisschen, beziehungsweise mich. Verloren und wiedergefunden. Verlorene Spielsache 2 von 4. Was? Stimmt, ich hatte schon ein anderes gefunden beim Testen. Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es rausfinden. Hier unter der Brücke ist nämlich noch eine kleine Truhe versteckt. Und das hat mir schon den ersten Indiz gegeben. Okay, das wird wie bei Elden Ring werden, dass immer so kleine Ecken irgendwas Kleines als Belohnung bereithalten. Was nicht verkehrt ist. Erkunden wird halt belohnt. Das ist schon nicht schlecht. Ich hoffe, es wird nicht zu viel. Wieder Spuren? Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Na, drüber springen mit X. Die Tasten habe ich übrigens auch geändert. Hier lang, Junge. Tap. Wer den PlayStation-Controller kennt. Hirschspuren, frisch. Hier lang. Ursprünglich war nämlich die Interaktion auf Kreis gelegt und das Ausweichen auf X. Ich habe es einmal gedreht, so halt ROM-Software technisch, im Ausweichen Kreissätze, interagieren X. Finde ich besser, komme ich besser mit klar. Aber das ist ja jedem selber überlassen. Nur so als kleine Info am Rande. Halten und nach vorne drücken Sie X, um die Objekte zu über die Objekte zu springen. Ja, easy. Für Kratos kein Problem. Gefunden! Langsam, Junge. Nicht wirklich. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Genau. Ja, Vater. Benimm dich. Der gar nicht. Der kann ja gar nichts. Ach, Kratos, ey. Ich weiß gar nicht, was kam vorher raus? The Last of Us oder God of War? Ich glaube, The Last of Us, ne? Kann das sein, dass die Story so mit Hauptprotagonisten und einem Kind ein bisschen abgekupfert haben? Ich weiß es nicht. Was? Ich habe gerade echte Flashbacks zu The Last of Us. Nur in einem anderen Setting. Oh, was hier? Ich kann ja, wie gesagt, noch gar nichts machen. Oh, das wird. Oh, da hinten ist auch noch ein Item. Ich kann mir das nicht. Ich werde mir das nicht merken können. Ich weiß es jetzt schon. Er hat unsere Brücke kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Geh zur Seite. Leviathan-Axt ausrüsten. L2 gedrückt halten, um zu zielen. Ah ja, okay, jetzt können wir das hier. Axt zu werfen. Okay. Los. Oh. Was ist hier passiert? Kann ich nochmal zurück jetzt zu dem anderen Punkt? Ich kann mich nicht umdrehen und ich kann nicht weiter. Okay. Naja, ist halt noch Tutorial. Ich hoffe, ich vergesse das wie gesagt nicht. Da ist der! Warte! Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur! Schieß nur, wenn ich es dir sage. Tut mir leid. Das ist belanglos. Mach es besser. Finde ihn. Finde ihn.
Mann, das ist ein Kind. Jetzt geh nicht so hart mit ihm ins Gericht. Wirklich Kratos. So, kommen wir hier nochmal zurück? Es geht nicht, Mist. Naja, gut. So, Atreus sucht jetzt den Hirsch und wir suchen Loot. Ah, ich kann jetzt die Axt schon wieder nicht werfen. Nein, da wollte ich nicht lang. Mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück. Gut, unser erster Kampf. So gedacht war. Ja, keine Gegner für Kratos. Noch eine? Hey. Was war das? Ein perfekter Block oder was? Okay, alle zufrieden? Bestiarium aktualisiert. Okay, da sehen wir ja nur die Gegnertypen. Kann ich jetzt nochmal zurück? Sorry, muss das einfach versuchen. Jo, es geht. Nice. Okay, kann ich jetzt da die Axt gegenwerfen, ist die Frage. Nee. In die Kette? Auch nicht. Nicht darüber springen. Okay, da fehlt uns wahrscheinlich noch irgendwas. Dann folgen wir erstmal dem Tutorial. Hier geht's auf jeden Fall noch drüber. Für ein bisschen Loot. Haben wir hier noch ein bisschen was. Ich bin lootgeil. Kann ich brennen? Nö. Ja, es ist Kratos. Warum frage ich das überhaupt? Draugar, die waren bisher noch nie so nah an unserem Wald. Geh weiter. Okay, hier können wir uns, glaube ich, heilen, ne? Mit Heilungsstein können sie die Gesundheit wiederherstellen. Wir haben aber nichts verloren, also no problem. So, Atreus will links lang. Wir gucken mal geradeaus weiter. Kaputt haben? Okay, cool. Was ist das? Sollten wir hier drin sein? Ein von drei Siegeln zerstören. Ach, um die Truhe dann aufzumachen oder was? Okay, interessant. Cool. Das ist nice. Was gibt's jetzt dafür? Idun-Apfel. Legendär. Sie haben einen der drei... Was? Löwen-Äpfel gesammelt, die sie zur Erhöhung ihrer maximalen Gesundheit benötigen. Sind die Wahlspeise der Götter. Man findet die insgesamt 9 Äpfel in magischen verschlossenen Truhen in der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Es gibt nur 9 davon? Okay, aber dann hoffe ich, das wird ein richtig fetter Balken dann bei 3 Äpfeln. Wenn es nur 9 gibt. Ah, das ist das, was ich meinte, ne? Mit diesen
kleinen Geheimnissen. Das ist aber schon mal nice. Ich werde definitiv einige übersehen. Wenn ich an irgendwas vorbei renne und ich die Möglichkeit habe, später dahin nochmal zurückzukehren, könnt ihr sowas gerne immer in die Kommentare schreiben. Ich gehe voraus. Dann gehe ich darauf ein und hol's mir wieder. Also, Gesetz des Falls, es ist kein Spoiler und ich wäre so oder so weiter dran vorbeigerannt. Hier lang. Ich sehe noch mehr Spuren. Ja. Ich hol mir aber erstmal den. Wir folgen dir. Ja, ich will wissen, was hier ist, April. Da können wir hoch, okay. Ah, guck mal, hier ist das andere Item, was wir gesehen haben. Nice. Ach, es war bloß Geld, okay. Kante, Junge. Kann ich hier runterfahren? Ja. Da unten ist noch eine Truhe. Was zur... Ach so, wir sollen jetzt die Kette da runterklettern. Ich hab's verstanden. Okay, krass. Okay, ich werde dieses Spiel sehr lange spielen, habe ich das Gefühl. Zum Klettern. Ja, dann klettern wir einfach mal. Oh, wo kommt er denn jetzt her? Er ist einfach auf meinen Rücken gespawnt. Oh. Ja, richtig. Aber es sind nur Wölfe. Das sind keine Gegner für Kratos, den Kriegsgott. Aua. Aua. Sie waren nur hungrig. Was? Die Wölfe, sie waren nicht bösartig. Sie hatten Hunger. Ja, das hatten sie bestimmt. Ja, und trotzdem wären wir hier fressen gewesen. Ja, sicherlich hat er recht. Sehr schlau. Aber trotzdem möchte ich nicht unbedingt als Futter für Wölfe enden. Okay, jetzt muss hier aber was Krasses drin sein. Was? Er braucht das nicht mehr. Wir schon. Da war Geld drin. Echt jetzt? Naja, gut. Klar, dass wir am Anfang noch nicht so die krassen Sachen finden, aber da hätte ich mir jetzt schon ein bisschen mehr erhofft. Oh, Kratos geht es auch ein bisschen schneller. Ich dachte, du bist ein Halbgott. Wow. Gut, weiter geht's. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Ich sag mal. Jetzt ihm mal eine Nackenschelle geben, bitte. Die haben wir schon aufgemacht. So, dann müssen wir jetzt hier lang, ne? Aha, was ist das? Nochmal Geld, okay. Da oben! Im alten Tempel! Ich darf da aber nicht rein! Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Genau, wir tun, was uns gefällt. Da ist noch eine Truhe. Den Weg habe ich wohl noch übersehen, wa? Komm ich da hin? Hier drüber? Ach komm, Kratos, hier kannst du drüber springen, oder? Dein Ernst? Von wo denn dann? Hier drinnen ja wohl eher nicht. Hm.
der anderen Seite? Nee, ne? Aber es gibt die Option zu sprinten. Wie kann ich das aufnehmen? Ach nee, ich hatte die ganze Zeit meine Axt nicht. Ups. Okay, kann ich, wie gesagt, es gibt diese Option zu sprinten. Aber ich drücke das und es passiert nichts. Oder das ist schon seine Sprintgeschwindigkeit. Das nervt mich ein bisschen. Ein bisschen schneller könnte er ruhig laufen. Mann, hier könntest du doch easy drüber springen, oder? Nö, Kratos sagt einfach, er hat keinen Bock. Die feine Dame hat einfach keinen Bock. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Triffst du ihn denn von hier? Wir sollten näher rangehen. Hä? Ach, von hier sind wir gekommen. Geht's jetzt? Nö, ich laufe jetzt nicht nochmal zurück. Nö. Oh. Woran hänge ich denn jetzt? Was ist das? Nix. Sah nur so komisch aus. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Gegnerste? Oh ja. Gesundheitsbalken, ja, check. Das kann mir jetzt nicht erklären. Immer mitten in die Fresse rein. So, alle zufriedengestellt? Anscheinend nicht. Jetzt aber. Alle zufriedengestellt. Make it open. Irgendwie muss das Tor aufgehen. Nee, wirklich? Oh, ich bin noch komplett überfordert hier von dem Spiel. Der braucht keinen anderen Eingang, das heißt, es müsste rein theoretisch irgendwie aufgehen. Gut, dann machen wir erstmal hier weiter. Kette ziehen, beenden, okay. Gehen Sie mit L2 und drücken Sie eine, um die Axt zu werfen, drücken Sie, um die Axt zurückzurufen.
Ja, wieso? Warum soll ich das machen? Ah, okay, es geht auch wieder runter. Ich glaube, rechts ist das Tor jetzt auch aufgegangen, kann das sein? Du hast es festgefroren. Ja, geil. Money, money, money. So, falls wir uns hier einschließen, können wir es dann hochheben, oder was? Okay. Hier ist noch eine Tür. Ah, hier kommen wir also nach unten. Okay, hab ich verstanden. Das wolltest du nicht wirklich machen, oder? Doch, wollte ich. Doch, noch einer. So, ein Trauer kommt auch noch dazu. Na, wenn du unbedingt willst. Neuer Auftrag. Ich hab schon gedacht. 25 Gegner zum Taumeln bringen. 15, 15. Oh Gott, echt jetzt? Unter der Brücke wäre ein Troll. Du bist noch nicht bereit für Trolle, Junge. Ich weiß, ich wollte... Ja, Vater. Okay, hier gibt's eigentlich einiges zu tun, glaube ich. Hey, warte auf mich! Jetzt chill. Okay. Und in der Spur ist wieder nur gelb, wa? Natürlich. Gut, haben wir das auch. Schön, gefällt mir. Dann können wir jetzt hier weitermachen. Kommt bestimmt auch noch irgendwie hin. Also, toll. Aha. Wo gehst du hin? Ich glaube, wir müssen hier lang. Nee, ich glaube, wir müssen erstmal hier lang, Atreus. Hier einfach wieder hinter mir spawnen. Oh, links, rechts, rechts, links. Oh Gott. Was ist das? Das ist doch bestimmt so ein Explosionsding. Ja, es ist ein Explosionsfass. Okay. Ich hab einfach die blauen Dinger abgeschossen. Achso, das Tor ging bestimmt vorher nicht auf, wa? Okay. Wie Chuck Norris, Junge. Man kann eine Truhe auch normal aufmachen. Was macht Kratos? Haut einfach den Deckel kaputt. Go!
Okay, ich erinnere mich, hier waren wir schon. Also, hinten an der Treppe. Kratos kommt randalieren. Oh Gott, was ist das? Junge, hierher. Das sind Skelly und Hattie, die Riesenwölfe, die Sonne und Mond jagen. Wo kommen sie her? Wie kamen sie da hoch? Was passiert da am Ende? Sie fressen Sonne und Mond und dann kämpfen alle? Genau, neuer Auftrag. Alle Jötna-Schreine finden. Ja, 1 von 11. Das werden wir nicht schaffen. Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass wir die alle finden. Ich glaube, dann haben wir alles hier. Warum gehen wir weiter? Ein paar Minuten haben wir in dem Part noch. Also bis jetzt macht es auf jeden Fall Spaß. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Vater, sieh nur! Warte auf mein Zeichen. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme ein. Halten Sie L2 gedrückt und bewegen Sie R, um Atreus zu helfen, den Hirsch anzuvisieren. Fester Stand. Ruhige Haltung. Ausatmen und loslassen. Wenn das Ziel anvisiert ist, können Sie mit X einen Pfeil, mit Viereck einen Pfeil verschießen. Okay. Ich hab ihn! Gut. Noch. Ja, wir erlösen ihn gleich. Deswegen wollte ich eigentlich auf den Kopf gehen, aber wollte das Spiel nicht. Ja, wie er leuchtet. Dein Messer. Nein. Bring es selbst zu Ende. Ich kann nicht. Kämpfen wir etwa? Wir haben keine Wahl. Den Troll besiegen. Was? Drücken Sie Viereck, um Atreus Pfeile schießen zu lassen. Halten Sie L2 gedrückt und drücken Sie dann Viereck, um einen bestimmten Gegner anzuvisieren. Gegner greifen Kratos nicht an, wenn sie von einem Pfeil getroffen werden. Hä? Okay, in der Ecke unten rechts wird die Pfeilanzahl angezeigt, die Atreus abfeuern kann. Es dauert, bis verschossene Pfeile wieder aufgefüllt werden. Wieso? Bastet der die noch oder was? Oh, what? Was zur Hölle? Ja.
Okay, Bossfight. Läuft ja. Alles dabei im ersten Part. Zurück, Junge! Er ist zu stark! Ich glaube, wir müssen seinen orangenen Bubble da irgendwie treffen, wa? Geht nicht. Ja, jetzt habe ich es aber getroffen. Okay, das bringt nichts. Ah, jetzt kann er auf einmal rennen. Okay, ich verstehe. Aua. Aua. Okay, wir sollten uns... Was? Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Siege die Kreatur. Junge, sieh mich an. Erledigt. Du bist nicht bereit. Was? Im Ernst? Aber der Hirsch! Ich hab mich bewiesen! Ich bin bereit. Wir gehen nach Hause. Ich war lange schon nicht mehr krank. Ich kann das. Du bist nicht bereit. Höre auf deinen Vater. Ich bin bereit. Ich will nichts mehr von dir hören. Tötungsauftrag. 3 Trolle, 6 Trolle, 10 Trolle besiegen, okay. Interessant auf jeden Fall. Okay. Wo müssen wir lang? Hier lang geht's nach Hause. Mann. Hallo, sei doch mal nicht so frech.
sprichst hier mit deinem Vater, alias einem Halbgott, alias God of War, alias Kratos. Ist nicht einfach nur irgendjemand. Ein bisschen Respekt, ja? Sonst Schelle. Atreus hochhelfen, ne? Ja, er ist halt nicht bereit. So, ich habe das Gefühl, ich habe hier irgendwas übersehen, aber ich glaube es nicht. Das war kein sinnvoller Satz. Ihr wisst, was ich meine. So, Atreus hochhelfen. Noch mehr Heilung. Ich höre doch schon wieder was. Gegner betäuben. Der Betäubungsbalken eines Gegners befindet sich unter seiner Gesundheit. Okay, der rote also. Angriffe in schneller Folge fügen dem Gegner Betäubungsschaden zu und der Balken füllt sich. Wenn der Balken voll ist, ist der Gegner betäubt. Drücken Sie R3, um einen betäubten Gegner zu greifen. Pfeile und Angriffe mit bloßen Händen fügen zusätzlich Betäubungsschaden zu. Kratos kann mit bloßen Händen kämpfen, wenn er mit rechts die Axt wirft oder verstaut. Okay, und jetzt können wir den Gegner greifen. Alles klar. Noch einer. Haben wir hier noch irgendwo was Verstecktes? Wäre ganz interessant. Oh, hier liegt noch was. Da hoch, okay, was ist das? Neuer Auftrag, verborgene Kammer 1 von 7. Alle Kammern sollen nach Möglichkeit gefunden und betreten werden. Es gibt 7 verschlossene Türen in der Welt, die alle gefunden werden wollen. Kriegst die Türen immer noch nicht auf, hm? Sei still. Ist der frech? Ist der frech? Okay, da kommen wir anscheinend noch nicht weiter. Gut, gut. Ups, falsche Taste gedrückt. Was ist denn das? Okay, dem kann ich so nichts tun. Noch einer. Ich habe gesagt, dass etwas schon bald anders ist. Und ich habe gesagt, du sollst. Fragezeichen. Still sein.
Was zielen? Auf was soll ich denn jetzt schon wieder zielen? Übersehe ich hier gerade irgendwas? Ach da, lol. Da müssen wir doch lang. Ah! Das ist der hintere Teil hier. Ah, alles klar, damit haben wir das Tutorial quasi abgeschlossen. Aber warum verbrennt ein Feuer Treumutters Garten? Und seit wann kommen Draugar so nah ins Haus? Und was war das gefrorene Ding, das uns angegriffen hat? Ich weiß es nicht. Sei still. Wir sind fast zu Hause. Wir sind zu Hause. Eigentlich nur. Ah, es gibt eine Map, okay. So, Eingang verborgene Kammer. Region Windwald. 55% gerade mal abgeschlossen. Boah, da sind noch drei Sachen unentdeckt? Ach du Scheiße. Jo, das werde ich wohl nicht alles finden. Gut, dann gehen wir mal rein und dann machen wir den Part beenden, würde ich sagen. Ins Haus, Junge. Okay, wir haben jetzt die Asche seiner Frau in der Tasche, alles klar. Das ist ungerecht. Ich weiß überhaupt nichts. So habe ich nur gedacht, es hätte sich was geändert. Jetzt, wo sie... Du warst so zornig. Das Ding wollte uns töten. Und du bist auch wütend im Kampf. Zorn kann eine Waffe sein. Wenn man ihn kontrolliert, nur dann. Aber du kannst das nicht. Verliert man... Ich war lange nicht mehr krank. Ich fühle mich besser. Na schön. Dann los jetzt. Ich soll dich schlagen? Du sollst es versuchen. Versuch's nochmal. Was soll das? Zu langsam. Versuch's nochmal. Hör auf! Schwach. Nochmal. Nochmal. Hör auf! Nochmal! Dein Zorn. Er überwältigt dich. Das wird ein schwerer Weg. Und du, Atreus, bist einfach nicht bereit. Was war das? Still. Los, komm raus! Verstecken bringt dir nichts mehr. Ich weiß, wer du bist. Was will der? Kennst du ihn? Und viel wichtiger, ich weiß, was du bist. Junge,
Unter den Booten. Los! Aber ich darf doch da nicht runter. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Wovon redet er? Ich weiß es nicht. Rein da. Sag mir einfach, was ich wissen will. Die Sache muss nicht blutig enden. Ich dachte, du wärst größer. Aber du bist es, eindeutig. Weit weg von zu Hause, oder? Was willst du? Oh, du kennst die Antwort darauf doch bereits. Was immer du auch suchst, ich hab es nicht. Du solltest gehen. Und ich glaubte, dass euer Volk so aufgeklärt wäre, so viel besser als wir, so viel schlauer. Und doch versteckst du dich hier draußen im Wald, wie ein Feigling. Diesen Kampf willst du nicht. Oh. Oh doch, ich denke schon. Verschwinde von hier. Du musst mich schon töten, damit das passiert. Ich hab dich gewarnt. Endlich. Du wolltest nicht hören. Nein. Na schön. Ich bin dran. Wirklich unglaublich enttäuschend. Na dann komm. Ich wollte eigentlich Schluss machen. Der Fremde. Sinnlos. Was ist er? Ein Halbgott auch? So wie wir? Ein ganzer Gott? Okay. In die Ecke getrieben. Das wird dein Ende sein. Na los, jetzt mach schon. Hey, das war krass. Okay, der Kampf ist ganz intensiv. Ist das? Etwa schon alles? Aua. Sag, was ich wissen will. Der Schmerz hört auf. Ganz einfach. Wieso sind da drin zwei Becken? Verschwinde von hier! Alter! Etwa einen wunden Punkt getroffen? Ah!
los! Wen versteckst du? Langsam und alt. Du hättest nicht nach Midgard kommen sollen. Na, willst du es noch mal versuchen? Ja, du redest zu viel. Du willst nichts sagen? Na schön. Vielleicht redet ja derjenige mit mir, den du da im Haus versteckt hältst. Sparta's Rage verfügbar. What? This is Sparta! Wer ist es? Den soll ich nicht finden? Find mir's heraus! Boah, Junge, wie lange geht denn der Kampf? Okay, jetzt zügelt Kratos ganz schön rein. Du langweilst mich immer noch. Was hast du zu verbergen? Okay, die Rage ist vorbei. Ich wollte doch den Part beenden. Du bist ein Narr! Dafür habe ich keine Zeit! Bist du einer von den ganz Fiesen? Okay, ich glaube, das war leicht übertrieben, Kratos. Aber ich habe das Gefühl, der lebt noch. Boah, ich will wissen, wie es weitergeht jetzt, ne? Aber, ey, wir sind schon lange drüber. Alles klar, sonst krieg ich das wieder nicht hochgeladen. Ganz schwierig und so. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich ganz einfach an dieser Stelle erstmal behaupten, ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Ich danke euch recht herzlichst fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von God of War. Oder einem anderen Video wieder. Und, by the way, die Abstimmung nicht vergessen. Schaut da gerne mal rein. Community Writer, ist da Bescheid. Alles klar. Dann vielen Dank. Haut da rein. Und Kratos, du siehst ganz schön fertig aus.